Liebe Friedensaktivisten, ich rufe unseren lieben Bruder, Freund Tom ans Mikrofon. Freiheit für Palästina! Freiheit für Palästina! Weinen ist erlaubt. Ja, also erstmal schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen. Die Kundgebung wird hier eröffnet und es beginnt immer traditionell damit, dass wir die ganzen Auflagen vorlesen, also alle Regeln, die gelten während dieser Kundgebung und während der Demonstration. Damit fange ich jetzt an. Beim Betrieb von Lautsprechern, Megafonen, Musikinstrumenten oder ähnlichen Schallinstrumenten darf ein momentaner Schallpegel von 85 dBA im Abstand von 5 Metern vor deren Austrittsmündungen nicht überschritten werden. Der Anteil der Beiträge zur Meinungskundgabe muss den Anteil der Musikdarbietungen innerhalb einer Stunde überwiegen. Stangen für Transparente, Fahnen, Plakate und ähnliche Kundgebungsmittel müssen mindestens 1 Meter lang sein und dürfen nur eine Länge von maximal 2 Meter und einen Durchmesser von maximal 2 Zentimeter haben und nur aus Weichholz sein. Bambusstangen sind verboten. Das Entfachen von offenem Feuer, zum Beispiel durch Abbrennen von Fahnen, insbesondere der Flagge des Staates Israel, ist verboten. Verboten ist auch das sonstige Verunglimpfen von Staatssymbolen, zum Beispiel das Beschädigen von Staatsflaggen. In Reden, Sprechchören, musikalischen Darbietungen, Flugschriften und Aufdrucken auf Kundgebungsmitteln und Bekleidungsstücken sind Inhalte verboten, die gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder Strafgesetze, insbesondere auch gegen den Straftatbestand der Volksverhetzung, verstoßen. Das öffentliche Zeigen von Bildaufnahmen, welche in grob anstößiger Weise verstorbene Personen zur Schau stellen, ist verboten. Ebenso ist das öffentliche Zeigen von Emblemen, Kennzeichen oder Fahnen von verbotenen und/oder terroristischen Organisationen untersagt. Darunter fallen insbesondere Hakarat al-Muskwa al-Islamaya, Hamas, mit allen Unter- und Teilorganisationen, Kataib al-Sahid Itz-ad-Din al-Wassam, Qassam-Brigaden, mit allen Unter- und Teilorganisationen, Harakat al-Gad al-Islam, islamischer Dschihad in Palästina oder Dschihad-Bewegung in Palästina, Hizballah oder Hisbollah mit allen Unter- und Teilorganisationen, Al-Aska e.V., Tazim Qadad al-Dschihad, Al-Qaida mit allen Unter- und Teilorganisationen, Samidon, Palestinian Solidarity Network auf Samidon mit allen Unter- und Teilorganisationen, billigende Äußerungen zu völkerrechtswidrigen Handlungen, Kriegsverbrechen der vorgenannten oder anderer Organisationen, sowie das öffentliche Bewerben der vorgenannten Organisationen in jeglicher Form sind verboten. Aussagen und Inhalte, die dem Staat Israel das Existenzrecht absprechen oder die Existenz des Staates Israels leugnen, sind verboten. Insbesondere ist auch die Parodie, ist auch die Parole vom Fluss bis zum Meer auf Deutsch oder in anderen Sprachen verboten. Es dürfen keine Hunde mitgeführt werden, ausgenommen Behindertenbegleithunde, auch durch darauf angewiesene Personen. Es dürfen keine Glasflaschen und andere Glasbehältnisse mitgeführt werden. In ausländischer Sprache gesprochene Inhalte sind gleichbedeutend auch in deutscher Sprache wiederzugeben. Während der Versammlungsdauer muss eine Person anwesend sein, zu welcher der arabischen Sprache, okay, die im... Im angezeigten Plan eingezeichneten Feuer zu und freizuhalten im Gefahrenfall ist ein Einfahren von Polizeikräften und Feuerwehr- und Einfahrtsfahrzeugen in die bewegende Versammlung zu gewährleisten. Die Versammlungsstrecke unter Ziffer 1 ist von den Versammlungsteilnehmern einzuhalten. So. So. Die Fahrzeuge einschließlich der aufgebauten und mitgeführten Kundgebungsmittel müssen einen Sicherheitsabstand von mindestens 1 Meter
zu Fahrleitungen und Spanndrähten oder dem Lichtraumprofil der Straßenbahn einhalten. Fahr- und Spanndrähte dürfen nicht berührt werden. Während der sich fortbewegenden Versammlung dürfen von den Fahrzeugen keine Flugblätter oder andere Gegenstände geworfen werden. Im Straßenverkehr dürfen Lautsprecher, Megafone und ähnliche schallerzeugende Geräte nur in einer Lautstärke betrieben werden, sodass andere Verkehrsteilnehmer nicht in einer den Verkehr gefährdenden oder erschwerenden Weise abgelenkt oder belästigt werden. Die Polizei kann eine Verminderung der Lautstärke anordnen, wenn eine solche Verkehrsgefährdung oder Erschwerung gegeben ist. Beim Abstieg von den Ladeflächen dürfen andere Verkehrsteilnehmer nicht gefährdet werden. Brennbare Flüssigkeiten dürfen nicht mitgeführt werden. Okay, und dann noch als letztes zwei Hinweise. Lass mal finden. Auf das Uniformverbot gemäß Bayerischen Versammlungsgesetz wird hingewiesen und auf das Vermummungsverbot gemäß Bayerischen Versammlungsgesetz. Also Paragraph 7 Uniform, Artikel 7 ist Uniformverbot, Vermummungsverbot, Artikel 16 Bayerisches Versammlungsgesetz. Auf diese beiden Dinge wird hingewiesen. Also, wunderbar. Damit sind die ganzen Auflagen verlesen. Wir halten uns dran. Besonders möchte ich euch darauf hinweisen, wir werden später durch einen Tunnel laufen. In diesem Tunnel ist die Höhe wirklich abgesenkt. Da drin sind Fahrbahnen, also Drähte der Straßenbahn. Nehmt die Fahnen runter, wenn wir in den Tunnel eingehen. Es ist wirklich gefährlich. Die Fahrdrähte der Straßenbahn stehen unter hoher Spannung. Es könnte einen Überschlag geben, dann gibt es wirklich Feuer und Verletzte. Wenn wir in den Tunnel gehen, Fahnenstangen runternehmen. Ganz wichtig. Gut. Ja, natürlich. Freiheit und Frieden für Palästina und den ganzen Nahen Osten, für alle Menschen dort. Freiheit und Frieden. Freiheit und Frieden. Noch eine Sache. Wir haben noch Personalausweise und Karten gefunden. 10 Stück oder so. Wir werden, wo werden wir hingeben? Mach dir mal leise. Ja. Okay, Hilal hier vorne hat die Karten hier. Wir haben hier eine Katja Golz. Katja Golz hat alles verloren. Kreditkarte und Personalausweis und Führerschein. Katja Golz, Studentenausweis. Katja Golz, Gesundheitskarte, alles, glaube ich. Und dann noch eine Sache, wir haben eine 15 Meter lange Palästina-Flagge. Oder, ja, wir haben zwei 15 Meter lange. Eine haben wir, die andere ist schon weg. Weiß jemand, wo die ist? Ist weg. Eine 15 Meter lange Palästina-Flagge. Dann ist es so. Und für den Marsch werden wir eine 30 Meter lange Rolle haben mit den Namen von den Verstorbenen in Gaza, richtig? Aus München. Das heißt, wenn wir dann loslaufen, werden wir die Flaggen sowohl als auch die Rolle mit den Namen drauf ausrollen und wir werden gemeinsam diese Flaggen durch Nürnberg tragen. Bedeutet, es ist am Anfang extrem wichtig, dass wir uns schnell koordinieren. Wo ist denn die Rolle? Hier vorne. Okay, dann begibt euch dann an den Anfang, damit wir es ausrollen können. Richtig? Vielen Dank. Okay. Die ganz große. Wo ist sie denn?